The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine ganz besondere Auferstehung. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Gott entschloss sich, sein Volk um Mitternacht zu retten. Während die Bösen sie umringt hatten und spotteten, erschien plötzlich die Sonne und schien mit voller Kraft und der Mond stand still. Dunkle, schwere Wolken zogen auf und prallten aufeinander. Doch es gab eine freie Stelle beständigen Glanzes. Von dort aus kam die Stimme Gottes wie das Rauschen vieler Wasser und erschütterte Himmel und Erde. Es gab ein mächtiges Erdbeben. Die Gräber sprangen auf und alle Sabbathhalter, die während der Zeit, in der die Botschaft des dritten Engels verkündigt wurde, im Glauben gestorben waren, kamen aus ihren staubigen Betten hervor, verherrlicht, um den Friedensbund zu lauschen, den Gott mit einschließen wollte, die sein Gesetz gehalten hatten. Die in Jesus schlafen, werden aus ihrem Kerker zu herrlicher Unsterblichkeit gerufen. Er ist auferstanden, liebe Freunde. Und in eurer Niedergeschlagenheit solltet ihr daran denken, dass Jesus euch zur Seite steht, um euch Frieden zu geben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Zeit erlebt, in der ich dachte, die Wellen würden mir über den Kopf gehen. Damals war mir der Heiland so kostbar. Als mir der älteste Sohn genommen wurde, empfand ich meine Trauer sehr tief. Doch Jesus kam an meine Seite und ich fühlte seinen Frieden in meiner Seele. Der Kelch des Trostes wurde mir an die Lippen gesetzt. Und dann wurde er, der mir 36 Jahre lang mein Gefährte gewesen war, genommen. Wir hatten Seite an Seite im Predigtamt miteinander gewirkt. Doch dann mussten wir dem Krieger die Hände falten und ihn ins stille Grab zur Ruhe legen. Wieder schien mein Kummer sehr groß zu sein. Doch schließlich kam danach der Kelch des Trostes. Jesus ist mir so teuer. Er ging an meiner Seite und er wird auch an eurer Seite gehen. Wenn unsere Freunde ins Grab müssen, finden wir sie schön. Vielleicht legen wir unseren Vater oder unsere Mutter zur Ruhe. Doch wenn sie auferstehen, werden alle jene Runzeln verschwunden sein. Doch ihre Gestalt ist da und wir erkennen sie. Wir wollen darauf vorbereitet sein, diese lieben Freunde zu treffen. Wenn sie am Auferstehungsmorgen hervorkommen, sollen wir uns an die Hoffnung klammern, die uns im Evangelium angeboten ist, dass wir ihm gleich sein werden, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. The Lord is coming. Are you ready?